Guten Tag, meine Damen, meine Herren. Sie haben das Wort. Aufgrund der sommerlichen Temperaturen habe ich heute die Kerderordnung aufgehoben. Bitte sehr. Verehrte Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, liebe Fraktions- und Parteifreundinnen und Freunde, liebe Ratsfrauen und Ratsherren, eigentlich wollte ich heute für meine Fraktion zu einem mir seit Tagen auf den Lippen brennenden Thema sprechen. Doch die Situation, die Freundschaft, ja die Liebe zu unserer Fortuna, lassen mich heute an Sie appellieren. Vergessen wir den Zwist. Vergessen wir in diesem Moment den Wahlkampf und wenden uns mit aller Hingabe, Unterstützung und natürlich wohlwollenden Gedanken unserer Fortuna zu, die alles versucht, die Klasse zu halten und unsere Unterstützung so sehr benötigt und einfach spüren muss, so sehr spüren muss, dass unsere Mannschaft dies mitbekommt, ohne dass wir sie in der Arena unterstützen können, dass wir bei ihr sind, mit ihr fühlen und mitgehen. In diesen Tagen kennen wir alle keine parteilichen Diskussionen oder gar Streit, sondern wir setzen uns alle gemeinsam mit unserer Kraft und unserem Fansein für unsere Fortuna in unserer geliebten Heimatstadt Düsseldorf ein. Ich danke Ihnen allen sehr von Herzen für Ihre wunderbare und spürbare Unterstützung und wünsche uns allen den Verbleib der Fortuna in der ersten Fußball-Bundesliga. Alles Gute. Leipzig, Augsburg, Berlin. Noch 9 Punkte sind zu holen gegen den Abstieg und für den Klassenerhalt. Auf geht's, Fortuna, kämpfen und siegen. Wir wissen, unsere Fortuna wird kämpfen bis zur letzten Minute der Nachspielzeit im letzten Spiel. Und dann werden wir die Klasse erhalten haben. Mit unserer, mit eurer Unterstützung. Ja, Jungs. Dezember 1978, 7:1 gegen Bayern München. Ich war dabei, ich weiß, ihr könnt das. Haut rein und dann werdet ihr in der ersten Liga bleiben. So, auf geht's, Fortuna, kämpfen und siegen!